Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV am Nachmittag, 10 Minuten nach dem US Opening hier beim JFT Live Desktop Live TV. Wir wollen heute, wie angekündigt, den DAX nochmal unter die Lupe nehmen, den wir ja heute Morgen schon Viva Analyse eingefangen haben, und zwar hier zum Beispiel auf der Startseite zu sehen, beziehungsweise auf unserem Desktop. Und da wurde schon hier mit der Marke von 10.650 Punkten geliebäugelt. Genau das Level haben wir jetzt just überschritten. Tatsache ist, es hätte auch schon vorher, auch gemäß dieser Annahme, hier einen tieferen Rücksetzer geben können. Das wäre hier sozusagen das ideale Entry-Level gewesen. Tatsache ist, der Markt hat sich hier oben festgehalten, und deswegen gehen wir gleich mal in den Live-Stunden-Chart. Und wir sehen, dass der Markt hier eben keine größere Konsolidierung vollzogen hat, sondern den dynamischen Auftakt auf hohem Niveau um 10.640 etwa konsolidiert hat und jetzt eben auch schon vor dem Start des US-Openings hier sich nach oben rausgedreht hat. Tatsache ist, wir haben damit jetzt sowohl auf Intraday-Basis als auch auf Tagesbasis, wie wir gleich sehen werden, ein Fortsetzungssignal. Denn zum einen haben wir diese Abwärtsstruktur seit dem Hoch von Mitte August jetzt nunmehr definitiv gebrochen. Dazu müsste es Also um das umzukehren, müsste es heute schon eine radikale Rückwärtsbewegung geben, die hier dann deutlich unter 10.055, 550 geht. Das ist jetzt nicht anzunehmen. Vielmehr ist auf jeden Fall zu erwarten, dass wir uns oberhalb von 10.650 in den Xetra-Schluss begeben. Was die Amerikaner dann machen, was die nachbörsliche Indikation macht, das muss man natürlich dann abwarten. Aber grundsätzlich ist das Signal hier erstmal ganz gut, um zu sagen, es könnte hier durchaus noch ein Stück weiter nach oben gehen. Das Ziellevel ist, und das lässt sich hier relativ unverblümt festlegen, das Level, das Niveau knapp über 10.800 Punkte, sollte kurzfristig erreichbar sein. Insbesondere jetzt haben wir natürlich am Freitag auch noch die Non-Farm-Payrolls und einige andere Wirtschaftsdaten aus den USA, die hier sicherlich auch für Bewegung sorgen könnten, um jetzt nicht auch zu sagen, 1600 heute hier das Verbrauchervertrauen vom Conference Board. Sie sehen es hier, da könnte wieder auch konjunkturellerseits Feuer kommen in die eine oder andere Richtung. Grundsätzlich gilt, mit dem Ausbruch über 10.650 ist der Weg jetzt frei bis 10.800. Hier ist kein wirklicher Widerstand zu erkennen. Wir müssen aber berücksichtigen die Volatilität, beziehungsweise die Schwankungsbreite vom Index selbst. Und dazu ziehe ich Ihnen gleich mal unseren MetaTrader ins Visier, um auch mal hier dann direkt unser Market hier im 15-Minuten-Chart jetzt mal zu schauen, was hier dann im kleineren Timeframe abging und eben auch unter der Maxime dessen, dass wir hier in der 24-Stunden-Indikation den DAX eben in einer Range einfangen können. Und diese Range beträgt aktuell nur noch rund 115 bis 120 Punkte. Und die haben wir abgearbeitet von den Tiefs hier der European Eröffnung bzw. der Asia-Session, eben weil 24-Stunden-Handel. Hier in diesem Rechteck sehen wir die Bewegung des asiatischen Handels. Da ist nicht wirklich viel passiert. Grundsätzlich dann aber ging es eben direkt am Morgen weiter rauf, und Sie sehen, die Tendenz setzte sich weiter fort, und wir haben die Daily Range, den Schnitt der täglichen Schwankungsbreite während der letzten 10 Tage hier auf jeden Fall gut abgearbeitet, und deswegen sehen Sie auch, das ADR High wurde heute bei 10.675 Punkten gesehen, statistisch, und genau dieses Level hat der DAX auch kurzzeitig erreicht. Das heißt, von daher ist die Luft eigentlich raus, um zu sagen, heute kann es hier nochmal 100, 200 Punkte nach oben gehen. Das ist eher nicht zu erwarten. Bei den News sicherlich ein kleiner Spike drin. Faktisch, darauf sollte man achten, insbesondere eben auch, weil wir hier das Vorwochenhoch sehen bei 10.658. Wir müssen, sollten über 10.650 in den Xetra-Schluss gehen. Idealerweise natürlich auch der Future- bzw. der Eurex-Handel 22 Uhr dann hier oberhalb dieses Niveaus enden. Dann sieht das für die nächsten Tage ganz gut aus. Warum? Weil, wenn wir uns hier nochmal den DAX jetzt im Guidance-Chart anschauen, weil wir hier dann auf Tagesbasis auch den Trendlinienbruch sehen. Und diese Konsolidierung seit Mitte August eben dann hier auf dem Tageschart nochmal schön unterstrichen wird, im Sinne dessen, dass hier dann das Ganze beendet scheint. 10.800 das nächste Ziel, und dann wartet eigentlich auch schon hier das Level von 10.860 etwa, und dann geht es auch schon relativ schnell weiter in Richtung 11.200. Man kann es sich kaum vorstellen, aber die Chancen, dass der Markt hier weiter nach oben zieht, sind durchaus gegeben, und mit den aktuellen starken Bewegungen, besser gesagt mit dem starken Auftakt und dessen, dass sich das eben halten kann, sieht das ganz gut aus. Das einzige Manko, Störfeuer, sehen wir hier von der Saisonalität. Da ist der September relativ ruppig nach unten orientiert. Sie sehen es, wir kommen seitwärts in den Monat rein, rein saisonal betrachtet. Dann aber gibt es hier
von Mitte bis Ende September rein statistisch die grobe Kelle. Also insofern hier die Bären im Vorteil. Das gilt es mal abzuwarten. Kurzfristig technisch auf jeden Fall Luft nach oben. Konsolidierung, Rücksetzer erscheinen. Intraday eben hier 10.056 Chancen für kurzfristige Einstiege. Auf Tagesbasis wäre sogar ein Rücklauf bis 10.450. Das war im Intraday-Chart auch eine Möglichkeit, wenn wir eben doch tiefer absinken, hier auf dieses Niveau zurück. Das würde ich jetzt aber nicht präferieren. Kann natürlich passieren, wäre eine ideale Chance, aber es sollte eigentlich weiter nach oben gehen. Das tut der DAX auch gerade. Wir sehen hier ein neues Tageshoch. Der Markt will doch ein Stück weiter nach oben, weil die Amerikaner das Ganze stücken, befeuern und auch bestücken. Und deswegen hier alles im Flow. Sieht wie gesagt gut aus und wir werden das Ganze morgen natürlich nochmal unter die Lupe nehmen. DAX-Stundenchart, DAX-Tageschart und es wird auch diese Woche noch eine größere Big-Picture-Analyse geben, um mal den Wochen- und Monatschart zu beleuchten, wie denn hier die Tendenzen sind im DAX, der ja hier deutlich hinter den Amerikanern zurückliegt. Diese ja mit Allzeithochs unlängst erst. Und was macht der DAX? Der liegt hier gut 20% unter seinem Hochstand. Das wollen wir nochmal genau anschauen. Ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten. Gegebenenfalls gibt es nachher nochmal einen kurzen View auf den US-Markt, dann wahrscheinlich Dow Jones. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Tag noch und viel Erfolg beim Handeln. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.